So dämlich. Oh, jetzt trage ich ausgerechnet dieses total verharrte T-Shirt. Vielleicht sieht es keiner, wenn ich es ausziehe. Blickkontakt habe, höre ich den anderen zu. Okay, also dann. Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diese Momente, wenn man nicht mehr auf die Reihe kriegt, ob es Mittwoch oder Freitag ist. Ich meine, so viel Auswahl gibt es da gar nicht hier. So. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir die letzten Wochen Themenwort hatten. Weißt du, dieser Moment, wenn du dich voll wie ein Genius fühlst, aber du denkst, es ist voll offensichtlich, no shit, Sherlock. Egal. Und letzte Woche hatten wir das Thema Asperger ein bisschen, haben wir mal wieder ein bisschen in den Fokus gestellt. Und diese Woche dachte ich mir, ich frage meine Maman, meine Mutter, meine Mama, nicht meine Mutti, das ist eine andere. Irgendwie, das ist kein Witz, durch die Nase ein Streu eingeatmet, das dann aus dem Mund rausgeht. Nein, das ziehen wir durch, aber es war ja gerade voll weird. Oh, es kam wahrscheinlich vom T-Shirt. Egal. Entschuldigt, das war gerade voll eklig. Darum erzähle ich es euch noch gleich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich stelle meiner Mom jetzt mal in den nächsten zwei Videos Fragen, die ein bisschen Asperger-spezifisch sind, aber auch ein bisschen immobilienspezifisch. So als Abschluss zu unseren letzten zwei, zu diesem Monat. Als Monatsabschluss. Mama macht den Monat rund. Sie macht der Kohl fett. Der Kohl macht sie fett, die Gans aber nicht. Also Gans habe ich. Also, Okay, Entschuldigung. Also, erste Frage. Im ersten Video geht es um Fragen zum Thema Asperger und Immobilien. Im zweiten Video, falls es die Leute interessiert, geht es dann nur um Asperger. Damit wir einfach. Also, was würdest du sagen, was ist der wichtigste Punkt, den so eine Immobilie für einen Asperger haben sollte? für geduldige Eltern oder für normallos? Was ist die wichtigste Sache, die eine Immobilie für einen Asperger haben sollte? Also, sie sollte einigermaßen schalldicht sein, Laut. nicht zu sehr an befahrenen Straßen, Oh Gott, ja. möglichst nicht zu viele Menschen in einem Haus. Und falls man sich's leisten kann, genug Platz zum Zumüllen. Ich habe noch erwähnt, dass es nicht in einem gemischten Industrie- und Wohnwelt ist, ja, weil wir ja dadurch, dass wir ja eine Industrie plus Wohnen haben, dass es sehr laut ist. Das habe ich noch als wichtig befunden. Okay. Habe ich so noch als, aber sonst sind wir da recht gleich, würde ich sagen. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste so für ein Bad? Na, ein Traum wäre natürlich ein Bad ohne Wasser. Gibt es übrigens schon. Es gibt Duschen, die nicht nass sind. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen. Es Aber gibt's. da das nicht sehr effektiv ist und eklig ist, kann man das Bad vielleicht, wenn man nur Kleingeld hat, aufpeppen, zum Beispiel mit einer Regendusche. Das ist mein Traum. Ansonsten, wenn es eine kleine Dusche ist mit Waschbecken, tut es das auch. Dann muss man den Asperger halt vermehrt mit dem nassen Waschlappen jagen. Und Platz, um Dinge abzustellen, braucht es auch. Ja, wenn ihr unsere. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, aber unser Bad. Ich hab das nicht.
überall Messihaufen. Es sind keine Messihaufen. Ja, ich habe einen Überblick. Der Asperger sagt, es sei was Sinnvolles und Überblick. Ich glaube das sogar. Ja. Für viele ist das ein Messihaufen. Darum sagte ich ja Asperger-Eltern oder geduldige Eltern oder normale Eltern. Also ich habe einen Überblick über diese ganze Geschichte. Schön für dich. Ich kann dir jede einzelne Shampoo-Flasche aufzählen, du die da rumsteht. Allerdings ist das auch bei mir nicht unbedingt die Leiste, dass ich die aufzählen kann. Genau. Ja. Was hältst du vom WLAN-Router? Nee, war anders formuliert, das war jetzt grammatisch falsch, mein Schatzibu, auch wenn du es noch nicht beendet hast. Also es war noch nicht falsch. Was ist in deinen Augen der richtige Ort, um einen WLAN-Router aufzustellen, in Anbetracht dessen, dass Asperger ja sensibler sind und WLAN ja eine Strahlungsform ist? Schwere Frage. Also ein WLAN-Router als solches gibt es gar nicht. Es gibt einen Router. Mhm. Auf dem man entweder die Festnetz einstecken kann oder die LAN-Verbindungen einstecken kann oder eben auch per WLAN drauf zugreifen kann. Mhm. Aber so ein Router sollte natürlich nie in einer Schlafzone stehen. Was ist so wichtig in der Küche? Tja. Also wir haben den Spezialfall, dass du eine gute Köchin bist und dir das auch Spaß macht. Herausragend. Naja, eingebildet gut ist. Nein, es ist tatsächlich meistens gut. Aber ein Asperger braucht in der Küche, wenn sie oder er dann kochen möchte, seine spezielle eigene Ordnung. Und das ist natürlich schwierig, wenn eine Küche von der ganzen Familie benutzt wird. Da ist Streit vorprogrammiert. Ich habe dann gesagt, für mich das Wichtigste ist auf jeden Fall ein eigener Kühlschrank. Wegen Salami-Duft und so. Das ist so. Ich habe auch schon den total perfekten Kühlschrank mir ausgesucht. Ja, ja, ich zeige den euch, wenn ich ihn dann habe. Ja. Ist ein Wohnzimmer ein wichtiger Ort oder tendenziell eher nicht? Also für dich eher nicht, weil das Begriff Wohnen ist dir nicht wichtig. Du wohnst vor deinem PC oder wohnst neben deinem Hasen in einem Sessel. Hm. Und das vorhandene Wohnzimmer der Familie benutzt du als Ablageplatz, wird zugemüllt, Abstellraum. Als Abstellraum. Und so sieht er auch aus. Ja, Lagerraum. Ja, das ist oft nicht witzig. Du sagst eine so, andere so. Genau. Ja. Was würdest du sagen, wenn Eltern die Frage stellen, was ist der wichtigste Punkt für mein Kind, was ich zurückstecken muss im Wohnraum? Im Wohnraum? Mhm. Die meisten Eltern sind gar nicht bereit, zurückzustecken fürs Kind. Da jammerst du auf hohem Niveau. Ja, die Frage ist ja jetzt an die, die bereit wären oder ja, worauf man sich einstellen also. Muss. Der Platz wird immer enger. Mhm. Es wird alles und jede Nische, wenn man nicht eingreift, zugestellt. Aber auf Tetris-Prinzip. Ich habe das Tetris-Prinzip. Ja, mir fliegt dauernd was auf die Zehen oder ja, auf die Schulter. Ja, weil du immer ziehst. Da war früher aber nichts an all diesen Orten. Es wird alles zugemüllt. Ja, aber Tetris-mäßig. Ja, das nützt mir nichts. Mir schon. Ja, ich nutze den. Menschen zusammenleben, gibt es Ärger oder blaue Flecken oder. Oder ewige Diskussionen um Kaisers. Ungeduldige Eltern schmeißen das Zeug weg. Furchtbar. Ja, da gibt es keine Diskussion, da fliegt es raus. Ja. Da will ich nicht tauschen. Ich bin ganz froh mit euch. Ja, da haben wir einen wichtigen Punkt. Ja. Ja. Du hast erwähnt, dass du auch schon mal in der Zeitung so Aufrufe von anderen Familien mit Kindern mit Aspergern gefunden hast. Würdest du sagen, dass es tendenziell etwas ist, dass sich Eltern mit Aspergern darauf einstellen müssen, dass ihre Kinder
nicht so schnell Flüge werden, wie man so nett sagt. Ja, das zeigen nicht nur die Anzeigen nach Wohnraum so, sondern auch diverse Fachliteratur von erwachsenen Aspergern, die doch sehr gerne dazu stehen, dass sie auch noch zu Hause leben bei Mama und Papa, weil da alles seinen gewohnten Ablauf hat. Ja. Ja. Aber bei uns ist ja gerade der Ablauf ein bisschen gestört, deswegen bin ich überhaupt gespannt, ob ich heute Nacht schlafe, weil mein Papa ja gerade gar nicht da ist. Ja, das meint man ja dann. Ne? Ja. Ist zwar ein anderer Ablauf, das stimmt, aber... Im Großen und Ganzen ist... Ja. Was würdest du sagen, was wird die größte Schwierigkeit, wenn wir umziehen werden? Jetzt nicht ja, für das dich. Das Thema Veränderung als Ganzes. Mhm. Kinderwohnung, Treppenhaus, Vornhaus, Hinterhaus, Nebenhaus, in der Straße, in der Nachbarschaft. Oh Gott, jetzt ganz kalt. Ich krieg ganz kalte Füße. Wortwörtlich. Ja, ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Fragen abgearbeitet. Mir fällt gerade da zum Thema Wohnen nichts mehr ein. Ich würde sagen, falls ihr noch Fragen habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch andere Fragen stellen. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns gleich wieder bei mir. Ihr seht mich erst wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.